Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mein Kollege am Start, Dati, Nico, Jimmy. Wir haben einen neuen Channel gestartet. So, euer Feedback zu dem Channel. Richtig krasser Channel, Mann. Unser Ding. Das sind wir, Mann. Ja. Es ist Real Talk. Ja. Wir sind so, wie wir sind. Ja, fertig, ja. Also, wir haten zwar vieles, ja, aber es kommt vom Herzen. Also, Ja, genau. Also, Thema Hate ist schon mal richtig. Ja. Bisher war Feedback immer sehr positiv, sehr überraschend, weil viele von denen kommen ja von mir. Und man könnte mutmaßen, dass da irgendwelche Hater mit rüberkommen und dann direkt das neue Zeug, was ich mache, hate. Aber bisher war es überraschend positiv. Auf jeden Fall, ja. Aber du hast schon gesagt, du sagst einfach deine Meinung und dementsprechend wird aber auch in der Zukunft natürlich eine Menge Hate auf uns zukommen. Egal, wir haten ja auch, Mann. Also von dem her... Ja, niemand muss das auch gut finden, was wir schlecht finden. Wir haben ja auch einen Hyper, also wenn die dann auch uns hypen, dann ist es auch gut. Also, nee, ich hype nicht viel, also was heißt hypen? Ich versuche immer nur das Gute zu sehen. Ja. Ja, musst du ja auch im Grunde, ne? Ja. Nein, aber wir wollen auch, sag ich mal, wie gesagt, ich und Dimi, wir sehen halt vieles altmodisch. Eher altmodisch, kritisch gegenüber. Kritisch, ja. Und es ist auch, sag ich mal, vieles ist einfach gleich und ich sehe da nicht, dass sich da jemand irgendwie hervortut oder dass da irgendwas ist, sag ich mal, was auch Ältere ansprechen würde, weil ich denke, YouTube benutzen Leute von, keine Ahnung, auch Menschen, die über 30 sind und sag ich mal, die Personen, die ansprechen wollen, sind ja, gut, die haben eine Zielgruppe, aber es gibt ja auch, sag ich mal, wir YouTuber, oder es gibt auch Leute, die zum Beispiel noch mit 60, 70 YouTube-Videos anschauen und also soll es nicht was geben, was für alle interessant ist. Aber also hast du jetzt keine Angst, dass den Wut der Fans von, was weiß ich, zum Beispiel, wir haben auf Unsympathisch TV und InScope reagiert und da wurde kein gutes Wort gelassen. Also hast du keine Sorgen, sag ich mal, dass du deren Zorn und Hate auf dich ziehst? Nein, wieso? Die müssen es auch akzeptieren, weil natürlich, dass es so ist, wie es halt ist. Ja. Die können ja lieben, wie sie wollen, aber muss ja nicht jeder ihn lieben oder die lieben. Das Internet ist schon ein böser Ort, sag ich mal so. Ja, aber es gibt ja viele YouTuber, die nehmen sich diese Kommentare sehr zu Herzen. Die haben psychische Probleme, die können nicht schlafen, die haben Suizidgedanken, weil so viel Negatives auf sie zukommt. Durch die Kommentare und sowas. Ja, aber du musst... Könnt ihr das verstehen? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich sag mal so, ja, aber wir sind ja noch kleine Fische, sag ich mal. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, das ist ja nicht nur bei YouTubern so, das ist bei Schauspielern so, das ist bei Sportlern so. Aber wenn du im Rampenlicht bist, ja, dann gehört es dazu. Und das ist zwar sehr schade, ich sag mal, das ist jetzt unser Style, dass wir einfach so ein bisschen haten und so, aber wir sind jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendwie mit Mobbing oder richtig irgendwie krass fertig machen oder so. Sondern wir machen es eher auf unsere, sag ich mal, Art und wir reden ja auch mit uns, verarschen uns selber gegenseitig. Also es ist nichts, wo wir jetzt jemanden persönlich fertig machen. Ja, voll fertig machen. Ja, also aber das, was er macht, ist halt sein Ding. Er macht das ja nicht weiter, wir finden es nicht gut und so ist es halt. Ja? Genau, wir übertreiben manchmal mit unserer Art. Aber wie gesagt, es ist, wenn man einfach, sag ich mal, 1 Million Abonnenten hat, kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel das, sag ich mal, Prozent ist von, oder wie viel Prozent da, sag ich mal, auch Hater sind. Und wenn man, sag ich mal, da groß mit dabei ist, muss man einfach damit rechnen. Also es überall gibt ich verstehe, was du meinst. Gönner und es gibt Hater. Aber Internet ist so ein komischer Ort, die haten dich für den komischsten und unnötigsten Grund. Machst du dir da irgendwie Sorgen, wirklich? Ja, aber dann brauchen wir wirklich Scheiß. Weil, sagen wir zum Beispiel, das ist ja nicht nur mein Kanal jetzt, das ist auch Olga. Und eigentlich solltet ihr auch Kommentare und sowas beantworten. Hat die schon fleißig dabei. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Aber schau, warte, Dimi, lass mich erst meinen Punkt zu Ende gehen. Also fresse Dimi. Zum Beispiel letztens, da hatten wir ja diesen. Oh mein Gott, lief das noch? da hatten wir ja diesen Real Talk durch die Innenstadt. Mhm. Wo du ein bisschen an das Thema Verschwörungstheorie angekreuzt bist und da hast du auch ein bisschen Kritik bekommen und hast dich aber auch dann direkt in den Kommentaren verteidigt und so. Ja, aber da hast du ja auch schon gesehen, einen leichten Glimpse, wie die Leute da auf das kleinste Wort ausspringen und da dann auf rumholen. Jeden Fall, nein, aber damit muss ich ja rechnen. Aber ich habe da meine Meinung gesagt, es ist ja auch meine Meinung. Ich habe dann auch meine Meinung dazu geschrieben bei den meisten. Ich habe auch Gründe gehabt, beziehungsweise ich kann auch was begründen.
Und das war's. Einen Scheiß kannst du begründen. Natürlich kann ich das begründen. Ja. Also auf jeden Fall, man sieht... aber das gehört dazu einfach. Ja, aber dazu. Man sieht allein jetzt, was und unter welchem Druck, sag ich mal, Politiker sind, Sportler und so weiter. Die haben ja noch viel, viel mehr Druck. Also letztens habe ich... Warte. Haben die wirklich... Eine kurze Geschichte. Ja. Also letztens, also richtig krasse Geschichte, war ja in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte jemanden, ob die Leute kennen. War in der Zeitung, gab es ein Spiel bei der Weltmeisterschaft, Fußball vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder was. Und da hat ein Kolumbianer, sag ich mal, ein Eigentor geschossen. Und der wurde vor 30 Jahren, wurde nach dem Eigentor, wurde da in Kolumbien, deswegen hat ihn einer umgebracht. Also das Wahnsinn. Da war auch noch was anderes, da war auch mit einem Foul, glaube ich, auch. Da hat ihn nicht gefoult, da hätte eine rote Karte gekriegt. Also, das ist wirklich das Extrembeispiel. Ja, ja. Und das ist Wahnsinn. Und heutzutage allein, sag ich mal, damals war das schon, also gut, das war vor 30 Jahren, aber jetzt das Internet, da verbreitet sich alles, da schreibt einer was, dann schwimmen alle auf der Welle. Ja, das ist auch so. Das ist ganz gefährlich. Ja, also, aber wenn die Leute sehen, das Video hat schon ein paar Dislikes, die schauen das Video nicht mal, die disliken einfach, um mit der Welle mitzuschwimmen. Genau. Ja, aber eigentlich auch nicht gut, weil... Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden zu dem Thema. Und wenn man in dem Rampenlicht steht oder wenn man überall ist, dann muss man auch mit sowas umgehen können. Weil das ist aber das Problem heutzutage. Das ist ja das Problem heutzutage. Es ist einfacher, mit der Masse mitzuschwimmen, als gegen die Masse etwas zu sagen. Ja, natürlich, immer. Und das ist halt das Problem. Und ich meine, wir sind hier jetzt eine recht gemischte Gruppe an sich. Ja, wir sind zwar alle Freunde, aber Nico und ich vertreten halt eine ganz andere Meinung. In der Regel sind wir gleich, anstatt zum Beispiel Zimbarisch, der jetzt heute nicht dabei ist. Zum Glück. Ja, zum Glück. Ich sowas nicht mehr. Liebe Grüße, Barisch. Ja, aber das ist halt so das, wo man halt sieht, dass wir ein recht gemischter Freundeskreis sind, mit verschiedenen Ansichten, aber halt das Menschliche dann einfach doch bei uns passt. Und ich finde, das ist etwas, was wir damit auch vermitteln können einfach, ja. Das ist ja auch so etwas, wir beurteilen hier gerade Videos, ja, von Leuten, die Nico und ich zum Beispiel gar nicht kennen, ja, und ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder die ihr ab und zu auch verfolgt. Und wir sind auch keine krassen Hater, wir würden da jetzt keine Kommentare bei denen reinschreiben oder Daumen nach unten oder irgendwie die Leute aufhetzen, wir sagen hier ein bisschen was und dann next. Also, genau, das ist ja das Konzept eigentlich, was wir hier haben. Ja, wir wollen aber könnt ihr die Leute verstehen, die sonst nichts anderes zu tun haben, als ständig im Internet irgendwelche negativen Kommentare dazu lassen? Aber was willst du dann machen? Ich meine, es gibt viele Gründe zu haten im Internet. Neid. Ja, vielleicht weil dir sein Gesicht nicht passt oder es gibt ja genug Gründe, warum du jemanden. Die Leute suchen sich auch die Gründe. Ja, weil die auch selber unzufrieden sind mit sich. Ja, klar, das ist der Hauptpunkt, Mann. Ja. Die Frage ist dann, wie werden wir oder ihr damit umgehen? Falls euch das überhaupt juckt. Ich glaube, falls ihr irgendwann mal in die Kommentare schaut. Ich und Dimi schauen mal bei denen vorbei, würde ich sagen. warum mit Dimi oder warum nicht alleine? Sollen Sie mal sehen, drei Kerle mit 120 Kilo. Es ist halt unmöglich, mit denen irgendwie zu diskutieren, auch wenn... Das bringt auch nichts. Ja, das bringt überhaupt nichts. Selbst wenn du das beweisen kannst, dass die im Unrecht sind. Ja. Das ist wie eine Wand. Es bringt nichts und einfach weitermachen, fertig aus, ja. Und das hilft ja nichts. Wir müssen auch damit klarkommen, wenn uns jemand kritisiert, uns hatet, Dislike und was auch immer. Genau, es kann auch Videos wieder geben, die uns haten. Die sagen, keine Ahnung, wir sind scheiße, wir sind humorlos. Natürlich, gibt's ja. Absolut, aber trotzdem machen wir weiter, weil wir mit Sicherheit auch Leute damit auch vielleicht begeistern können oder vielleicht Leute, die das gut finden, was wir machen. Ja. Und deshalb machen wir auch weiter. Also erstmal noch zu dem anderen Punkt mit den Stars. Ja klar, gab's das schon immer, aber die Verbindung zwischen den Zuschauern und YouTube ist ja viel enger als die Verbindung zwischen den Hatern und den Stars, sag ich mal. Das muss nicht unbedingt sein, weil zum Beispiel die Stars kannst du auch in Real Life sehen und so weiter. Die YouTuber, keine Ahnung, woher weißt du... Die YouTuber ja auch, die siehst du ja auch auf der Straße. Wo siehst du, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob, glaubst du, dass die jeder so, dass die jetzt schon so krass dabei sind, oder wie ist das? Ja, schon. Ja? Ja. Also sagen wir, ich sag's aus meiner Erfahrung, dass ich schon oft genug angesprochen wurde. Ja, das ist ein Bruchteil davon. Gut, aber bei dir ist es ja vielleicht so, weil Pokémon Go, weil man auch draußen zockt und weil ihr viel draußen seid, das ist vielleicht was anderes. Das ist auch mein Hintergrund. Aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wenn die zum Beispiel jetzt einkaufen gehen oder so, glaubst du, dass die angesprochen werden oder so? Oder dass die bedroht werden zum Beispiel, wenn die... Es gibt Leute, die schauen bei denen zu Hause vorbei, machen Klingelstreiche, versuchen da irgendwelche Autogramme, Fotos zu machen. Das ist krass. Es gibt auch welche, also bestes Beispiel Unge, der ist extra nach Madeira ausgezogen, weil es wurde ihm zu viel mit den ganzen Fans und sowas.
Okay, das ist echt krass, krass, Mann. Egal, bei uns können die Groupies schon vorbeischauen, das ist kein Thema. Das sagst du jetzt, oder? Das sagst du jetzt hier. Okay. Wenn sie Treppen steigen mögen ohne Lift, dann können sie schon vorbeischauen. Ja, nee, aber krass. Also ich dachte jetzt ganz ehrlich, dass die schon so eine krasse Reichweite haben, aber dass die Leute schon so weit sind, dass die da zu denen nach Hause fahren und die ausspionieren, das ist schon... Das ist sogar ein großes Problem. Also da, wenn da irgendwie Adresse oder was weiß ich geleakt wird, ja, dann vorbei. Dann gibt's nur noch Terror. Okay. Krass. Ja gut, aber das ist auch, ehrlich gesagt, da muss ja nur einer dabei sein, der ihn einen kennt. Der schreibt dann einmal die Adresse in die Kommentare, ja, auch wenn es gelöscht wird. Das werden dann wieder welche lesen, dann werden sie wieder weiter verbreiten. Also ja, das ist schon... Aber sowas gehört halt auch dazu, wenn man halt berühmt ist, ne? Bei so vielen Followern. Ja. Ganz ehrlich, ich meine, wenn du jetzt auch einen draußen siehst, den du vielleicht... aus dem Internet kennst, dann gehst du auch hin vielleicht und quatsch ihn an, hey, machst ein Selfie oder irgendwas. Ja, das ist ja normal. Ja. Also habe ich auch, ich habe Robben gesehen, ich habe Oliver Kahn gesehen, gleich auch gleich hingegangen und halt mit den, okay, normal. Wieso, verpiss dich, gleich Anzeige. Und gleich halt ein Foto gemacht und so weit, okay. Ja. Ja, gleich Anzeige, sexuelle Belästigung. Ja, aber das gehört ja dazu. Ja. Das gehört echt dazu. Ja. Also ihr seid bereit für den Hate, der auf uns zukommen wird. Absolut, Mann. Wir hätten ja selber, also müssen wir da bereit sein. Du kannst ja nicht nur austeilen. Genau, so muss es sein. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Schauen wir mal, was sich da so alles entwickeln wird. Aber die Jungs scheinen bereit zu sein. Wie stark unsere Psyche ist. Hoi. Schauen wir mal. Ansonsten TBT Real. In der Psychiatrie. Oh mein Gott. TBT ausholen. Kummerkasten. Kummerkasten. Ja, Mann. Kummerkasten. Das ist so geil. Richtig, Kommentare deaktivieren, Mann. Ja, aber das machen halt echt viele. Kommentare deaktivieren, böse Kommentare löschen, die guten hochpushen. Ja gut, das brauchen wir auch so ein Dings wie Verteidigungsminister dann. Ja. Brauchen wir nicht, Mann, wir nehmen alles an, fertig aus. Oder? Ja, okay, kommt's her.